Ich hab gesagt, 50-50 Joker. Und ich hab gesagt, okay, nehmen halt. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich bin der Zwilling, ja? Scheidung und so, ja? Ja. Die Zwillinge nehmen wir zurück und deswegen nehmen wir Amerikaner, okay? Oder ein Joker? Nein. Nicht. Ja, und was ist? D. D, Amerikaner. In den bisher 21 offiziellen Kinofilmen dargestellt wurde der James Bond zum Beispiel durch Pierce Brosnan, George Lazenby, Daniel Craig, Roger Moore, Timothy Dalton, Sean Connery. War noch nie ein James Bond Darsteller Amerikaner. Genau. Das waren immer Schauspieler aus dem britischen Empire sozusagen. Genau, gell? Ja. Stimmt, das auch wissen. Ja. Ich glaube, das hat was mit Tradition zu tun. Die wollen einfach nicht, dass ein Amerikaner, Ariana, einer von deiner Landzeit, da irgendwie was mit der Majestät zu tun hat, gell? Die Ariana ist ja schon fast Österreicherin. Schon, gell? Weil ihr Nachname ist Ariana Kronreif. Ariana, was machen Sie in Österreich? Was mache ich hier, oder was? Ja. Ich studiere Kunst. In Wien? Mhm. Wie sind Sie daher gekommen? Ich habe ein Erasmus-Semester in Salzburg gemacht. Okay. Dann war ich 1,5 Jahre da und dann bin ich nach Wien umgezogen. Bleiben Sie in Österreich vielleicht? Das kann sein. Ja. Warum nicht, gell? Ein schönes Land. Die Männerwelt wird sich auch freuen. Genauso wie sich der Markus jetzt auf die nächste Frage freut. Hoffe ich schwer. Markus. Hoffe ich auch. Bock was? Die Zehner? Zur Ermittlung möglichst genauer Schätzwerte verwendet der Mathematiker die Methode der kleinsten Quadrate, größten Kreise, kürzesten Dreiecke oder längsten Vierecke? Ich tendiere grundsätzlich zu A, der kleinsten Quadrate, ja. Ja. Bin mir aber in der Angelegenheit nicht sicher und bin natürlich jetzt langsam ein bisschen feige, weil 15.000 wären ja trotzdem einfach nett statt 500. Und würde Joker nehmen. 50-50 Joker. Jetzt ist es soweit. Wir schmeißen den zweiten rein. Und schauen, was übrig bleibt. Die kleinsten Quadrate, ihr heißer Tipp, oder die größten Kreise? A oder B? Okay. Denkst du, wie schön jetzt war, gerade sie als Zwilling, gell? Ja, genau. Wenn man jetzt noch die zweite Chance hätte. Einmal falsch antworten und immer noch dabei. Aber leider. Ich bin eigentlich in Mathematik relativ gut, aber nur im Kopf rechnen. Und die größten Kreise sind für mich irgendwie ein bisschen, aber es gibt Schätzungen vom Kreisrechnen, dass du da Volumen berechnen kannst, aber prinzipiell sortiere ich auf kleinste Quadrate. Variante ist, ich nehme entweder die kleinste Quadrate oder ich rufe ihn an. Ja. Wenn ich jetzt kleinste Quadrate nehme, falle ich auf 500 zurück, wenn es nicht stimmt. Und sonst habe ich ihn angerufen, was auch blöd ist. Die Chance ist 50-50, ich bin Zwilling, tut mir urschwer. Und würde sagen, ich nehme die kleinsten Quadrate. Na, ich rufe ihn an. Bitte! Und zwar? Wir rufen. Wir haben hier drei Möglichkeiten jetzt beim Anruf. Das könnte jetzt dauern. Wir rufen Thomas Haller an. Nicht einmal. Thomas Haller, Freund, Angestellter ist der. Wo ist der Thomas daheim? Salzburger? In Salzburg, ja. Salzburg, was macht der beruflich? Der hat recht gut gehende Tabaktrafik in der Salzburger Altstadt und ist eigentlich nebenbei Yoga-Lehrer. Was ist der Lehrer? Yoga-Lehrer. Aha. Überrasch mich jetzt nicht irgendwie bei einer Figur. Morgen. So ein Fuß hinten um und da kann ich zum Hörer greifen. Wenn er da hinten einen Knopf hat, jetzt kommt man nicht zum Hörer. Hallo? Thomas? Ja? Armin Assinger, grüß Gott. Nein. Haben wir es jetzt irgendwie von einer Yoga-Übung weggeholt? Ja, nein, zu, aber ich bin froh, dass er es so weit geschafft hat. Ach so, ist in Ordnung. Thomas? Ja? Kennen Sie sich irgendwie mit Zahlen aus? Mit Zahlen. Zahlen. Zahlen, das ging ja so. Es geht auf alle Fälle um 15.000 Euro. Das ist eine mathematische Frage.
Und ihr habt 30 Sekunden Zeit, der Markus und Sie, Thomas, gell? Okay. Okay? Bitte, wohin geht's? Zuerst, Tommy, es gibt nur zwei Antworten, ja? Zur Ermittlung möglichst genauer Schätzwerte verwendet der Mathematiker die Methode der, und jetzt entweder der kleinsten Quadrate oder der größten Kreise. Zur Ermittlung möglichst genauer Schätzwerte verwendet der Mathematiker die Methode der entweder kleinsten Quadrate oder größten Kreise. Hast du Ahnung? Keine Ahnung. Hey. Keine Ahnung? Ja. Dann nimm mal. Weil er jetzt an der Herr stottert und sagt, ja, nehmen Sie jetzt auch. Am letzten Abdruck. Wir können gern annehmen, Markus. Wir können gern annehmen. Wir nehmen an. Wir nehmen an. Zur Ermittlung möglichst genauer Schätzwerte verwendet der Mathematiker die Methode der kleinsten Quadrate. Markus. Als Zwilling wissen Sie, wie schwer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Als Zwilling wissen Sie, so, wie schwer das ist. Ja. Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, irgendwie war das jetzt so das Gefühl, das Sie jetzt vermittelt haben, das war so wie der Kolumbus damals Amerika entdeckt hat. Gell, da war irgendwie so. Da drüben ist was. Ach, schön. Haben wir geschafft. 15.000 Euro, alle drei Joker sind verbraten. Markus, 15.000 Euro. Wunschliste, gehen wir sie durch. Ja, was wäre das Erste? Ich würde mir gerne so eine Alpenhütte irgendwie kaufen und da drinnen so ein Spa mit Sauna einrichten, wenn man so Bergtouren geht. Ich war gerade in Osttirol am Wochenende, 3 Tage. Eine Almhütte? Ja, genau, und da so eine Sauna reintun und so. Und 15.000 Euro. In Tirol? In Tirol. Da kriege ich 3 Quadratmeter dafür. Ein Wellness-Center, zum Augenbord. Nein. Nein, nichts für Ungarn. Also 15.000, das ist ein guter Wunsch. Ja, wenn Sie mich jetzt schon fragen, ich bin noch nicht fertig. Na, eh, sind wir noch nicht fertig. Aber ich habe jetzt gemeint, mit den 15.000, die wir fix haben. Gell? Die 15, die wir fix haben, nein, das ist nett. Da schauen wir mal, machen wir nicht das Fest. Vielleicht einmal irgendwo so ein Hit nochmal mieten. Genau, pachten. Und schauen, wie es so ist. Oder pachten, genau, das geht auch. Okay, Markus, nichts für Ungarn, gell? Ja, nichts für Ungarn. Von Zwilling zu Zwilling, ich kenne das. Leicht ist nicht, aber schön ist es. Passt. 30.000 Euro. Wir riskieren es, meine Damen und Herren, und schauen uns die Frage an mit Markus. So machen wir das. Wer Pelota spielen will, braucht unbedingt 9 Kegel, 52 Karten, einen Ball oder 32 Spielfiguren. Also, ich spiele manchmal Bowling, ich spiele manchmal Karten. Ich spiele selten Schach oder sowas und ich spiele viel Fußball. Ich habe ein gewisses Gefühl und ich kann eigentlich auf nichts zurückfallen. Ich habe grundsätzlich nicht so die Ahnung, aber es gibt ein Gefühl, das nennt sich Ball. Aha. Okay, bin bei Ihnen. Und somit lautet Ihre Antwort? Das ist immer mein Gefühl. Ich werde es nicht zu lange rumtun. Aber das wäre mein grundsätzliches Gefühl. Aber es gibt so eine Ballsportart in Peru, aber die heißt ein bisschen anders, die heißt nicht Pelota. Ich kenne das Wort nicht wirklich, ist das Problem. Und ich kann jetzt eigentlich nur gamblen und ich kann nichts verlieren. Ich kann mich jetzt nur versuchen anzunähern. Sie waren ja nur Skifahren, gell? Fußball? Bitte.